Die Menschheit hatte sich schon immer in erster Linie dem Guten zugewandt. Doch das würde sich mit unabdingbarer Sicherheit bald ändern. Der einzige Sinn seiner Schöpfung bestand darin, die Menschheit zu unterjochen. Krankheiten, Katastrophen, Wahnsinn und Schrecken, all das werde ich über die Welt bringen. Die Menschen werden mich anflehen, aufzuhören. Doch mit jedem Wort, das sie an mich richten, werde ich schonungsloser sein. Sie werden mich fürchten wie kein anderes Wesen vor mir. Ich bereite ihnen unsägliche Qualen, von denen sie nicht im Entferntesten eine Ahnung haben. Der Fötus, der sich selbst immer noch Embryo nannte, ertrug die Enge des Mutterleibes kaum noch. Während er versuchte, eine bequemere Position zu finden, bewegte sich der Bauch der Toten, als lebte sie noch, und wartete lediglich auf die ersten Wehen, die den Geburtsvorgang einleiten würden. Doch Daniel war ein Parasit, der seinen toten Wirtskörper nun verlassen musste. Deshalb hoffte er, so schnell wie möglich das Licht jener Welt zu erblicken, die er in naher Zukunft zerstören würde. Seit seiner Einnistung hatte er Visionen von dem, was ihm und der Menschheit bevorstand. Sein Geist zeigte ihm unentwegt Bilder aus der Zukunft von den Taten, die er bald vollbringen würde. Erdbeben, Agonie, Todeszuckungen unter einem blutroten Himmel, apokalyptische Veränderungen, Seuchen und Pandemien.